Und den Lou. Marlene, hi. 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 Ich hab gedacht, ich höre nicht richtig. Was machst du hier? Wieso? Nee, du fliegst ja morgen nach Patagonien, oder? Also, das habe ich gehört. Ja. Bin ich gar traurig. Ja, bist du nicht traurig, dass du dich von allen verabschieden musst? Wo ist Judith eigentlich? Vielleicht in Büschen, um an denen nicht vorbeizukommen. So. Okay. Bis gleich. Ja, bis dann. Ciao. Wann geht eigentlich dein Flieger, Marlene? Du mieses Arschloch! Hey, verdammt! Sei mal leise! Du bringst uns in Gefahr! In Gefahr, ey. Wir hätten im Himmel bleiben können. Weißt du, du hättest mich wenigstens fragen können. Aber du musstest deine Antwort ja einfach so herausposaunen. Glaubst du, ich lasse mir diese Gelegenheit nehmen? Swenson wird bezahlen. Wir werden bezahlen. Was glaubst du, warum hätte uns der alte Mann sonst vor die Wahl stellen sollen? Das war ein Charaktertest. Ein Charaktertest? Ja, ein Charaktertest. Und du hast ihn vermasselt. Ach ja, und du glaubst, wir kommen deswegen in die Hölle. Er ist nicht der Einzige, der das glaubt. Ich kenne ihn. Ein Hellseher. Das bin ich wirklich. Nee, ich muss ja auf die Katze aufpassen. Unser Martin ist vom Land. Dann ist ja kein Wunder, dass der Richard den Martin nicht mag. Aber ich muss doch den Martin bei dir lassen. Das geht doch gar nicht anders. Ja, aber das geht auch nicht. Der Richard hat Angst, ja, der Richard hat Angst. Und hier war auch noch nie einer und das brauchen wir auch nicht. Wir haben in Herrn Lehmanns Wohnung gefunden. Jetzt wüssten wir natürlich gerne, was zwischen uns gewesen ist. Gar nichts. Ich habe zwar gemerkt, dass Thomas was für mich empfindet, aber ich bin nicht schwul und das habe ich ihm auch gesagt. Sie haben regelmäßig miteinander telefoniert. Ja, und auch öfters getroffen, aber nicht deswegen. Sondern? Ich bin Goldschmied und Thomas hatte jede Menge Ahnung von Schmuck. Es soll in den letzten Wochen Spannungen zwischen ihnen gegeben haben. Wer sagt das? Zeugen. Keine Ahnung, ich hatte jedenfalls keine Probleme mit Thomas. Auch nicht gestern Nachmittag? Wieso gestern Nachmittag? Da hat er sie am Arm gepackt, sagen Zeugen. Hören Sie, das war eigentlich über... Er hat sie also nicht am Arm gepackt? Doch schon, aber es... Aber was? Er war sauer, weil ich kurz mit Frau Freiberger geredet habe. Ist er eifersüchtig gewesen? Auf Frau Freiberger? Wieso sollte er? Weil er verliebt in sie war. Also meine Beziehung zu Thomas war rein freundschaftlich. Und auch mit Frau Freiberger läuft nichts. Wieso wollte er dann nicht, dass Sie mit Frau Freiberger reden? Weil mich das Gespräch von seinem Unterricht abgehalten hat? Ich weiß es auch nicht genau. Am gestern Nacht zwischen 22:30 und 23:30? Was soll da gewesen sein? Da war ich zu Hause. Alleine? Ja, allein. Und was sollen die ganzen Fragen? Warum sollte ich ihn umgebracht haben? Ich hatte ihn gern.